Hallo, 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 ihr vom Dreirad fallenden, schnullenden Babys und willkommen zurück zu einem richtig harten Adventure für richtig harte Männer in Lederjacken. Willkommen zurück bei Vollgas. Wir sind jetzt in der Höhle der Cavefish und da schauen wir uns doch mal um. Läuft mein Motor noch? Coole Maschine. Okay, das war sehr hilfreich. Bin doch nicht verrückt. Okay. Bin doch nicht verrückt. Ja, und was dann jetzt? Bin doch nicht verrückt. Mhm. Dann halt wieder aufs Bike. Oder ist hier sonst irgendwas? Nö, hier ist nur das Bike. Hier irgendwas? Bin doch nicht verrückt. Nee, hier ist auch nur das Bike. Ach, weiter. Okay. Da ist irgendein Lesegitter. Okay, was gibt's hier? Da ist die Rampe, die brauche ich. Und da ist eine Festung. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Da ist die Rampe. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stuntshow. Die nehmen wir mal. Und dann hauen wir ganz schnell ab. Aber ich glaube, das gibt Schwierigkeiten. Weg hier. Okay, so war das nicht gedacht. Ich sollte hier lieber verschwinden. Aber wir haben die Rampe nicht. Bin doch nicht verrückt. Okay, ist wahrscheinlich ein Bug, denke ich mal. Die müssen wir wahrscheinlich mit der Kette festmachen. Oder mit dem Schloss. Wobei, das Schloss haben wir ja gar nicht mehr. Okay. Nimm Rampe. Okay. Mit der Kette irgendwie noch festmachen? Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Okay, dann benutze ich nochmal das Bike. Jetzt sollte es klappen. Und raus hier.
Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. War ja auch zu einfach. Was hab ich denn? Das hebe ich mir für die Old Mine Road auf. Rampe? Die merken halt direkt, dass die weg ist. Wie kann ich hier den... Festung. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Vielleicht soll ich doch auf diese Festung fahren. Da hoch und irgendwie da am Eingang was machen. Aber ein bisschen mehr Schugge sind die schon, oder? Kann ich da hochfahren? Nee. Okay, ich muss da wahrscheinlich unterwegs irgendwas machen. Okay, was kann ich hier machen? Es muss hier doch irgendwas geben. Außer nur dem Bike. Nee, da ist nur das Bike. Ich brauche eine Idee, liebe Leute. Ich brauche eine Idee. Ich habe aber keine. Denn ich bin dumm. Was habe ich denn im Inventar? Ich spare den Sprit für die Old Mine Road. Wenn ich mich verkleide, bringt das was? Ich denke nicht, dass man diese gebraucht. Das ist definitiv nicht mein Geschmack. Bin doch nicht verrückt. Hmm.
Ich brauche eine Idee. Ich probiere das einfach nochmal neu. Ich hole nochmal die Rampe. Vielleicht muss ich irgendwo anders langfahren. Gibt es einen anderen Ausgang? Einen anderen Weg? Komm her, sei eine liebe und brave Rampe. Okay, wenn ich hier weiterfahre, kommt die Zwischensequenz. Aber ich kann hier auf diesen bis zu diesem Bildschirm fahren. Also müsste ich jetzt ja hier eigentlich irgendwas machen können, oder? Ah! Die können ja nur anhand ihrer Brillen. Die können ja nur die Punkte auf den Straßen, die Straßenmarkierungen sehen. Und sobald die weg sind, sehen sie nichts mehr. Clever! Ich bin so klug. K-L-U-K! Mit den Kerlen bin ich fertig. Das ist keine gute Idee. Hast du nicht gesehen, was mit Homer Simpson passiert ist, als er über die Teufelsschlucht gesprungen ist? Das ist keine gute Idee. Okay, ich sehe gerade, Ben hat viel, viel größere, härtere, schwerere Eier als ich. Er hat Eier aus Stahl. Seine Eier stehen im Guinness-Buch der Eierrekorde. Nebenbei, wer dieses Filmzitat kennt, mit dem Guinness-Buch der Eierrekorde, gern melden. Hä, ich wollte nicht in die Richtung. Ich wollte... Ach, Kacke, jetzt ist wieder der Scheiß hier. Hup, 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 hup. Ich hatte jetzt einfach keinen Bock auf den Kampf. Und raus. Und weiter. Tuk 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 tuk. Ich bin so ein harter Biker. Ich sollte mich wieder in meine Rolle einfinden. Die Straße gehört mir. Und die Fliegen auf der Straße kleben zwischen meinen Zähnen. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Ja, aber du hast die Rampe. Was denn noch? Steht gut, wo sie ist. Okay, dann benutzt dein Bike. Und über die Rampe in den Tod. Oder zumindest ins Krankenhaus, mit viel Glück. Komm schon. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Irgendwas sagt mir, die Brücke ist kaputt. Was fehlt uns denn noch? Das Nitro haben wir ja, oder?
Wahrscheinlich brauchen wir echt das Nitro, aber ich hab das doch eigentlich. Ich hab doch den Typen mit dem Nitro besiegt. Okay, dann gehe ich noch mal ein bisschen prügeln. Wahrscheinlich müssen wir noch mal den Typ mit dem Nitro eins in die Fresse hauen. Ich finde immer noch, die sieht ein bisschen aus wie Elaine Marley. Vor allem hat sie, wenn man sich ihre Untertitel anguckt, hat sie dieselbe Farbe wie Elaine Marley, wenn sie spricht. Also denke ich mal, das ist mit Absicht eine Anspielung an Elaine Marley aus Monkey Island. Okay. Gegen die hat die Kacke geholfen. Also, Kacke drauf! Kacke drauf! Du willst noch mehr? Komm, meine du willst. Ha. Gegen den hilft die Kettensäge. Das ist ein bisschen wie Steinschere Papier, oder? Kettensäge. Ja. Wir sind hart. Wir sind so hart. Wir sind so hart, Leute. Und Dünger? Hey, ich dünger dir jetzt die Fresse. Du bist Feuerholzkumpel. Ah, der schon wieder. Ich brauche aber andere. Kettensäge. Zack. Immer nur dieselben, das ist doch langweilig. Kettensäge. Ich brauche den Typen, den anderen. Den Vulture mit dem extrem schnellen Bike. Kettensäge. So, inzwischen, wenn man den Dreh raus hat, ist das Minispiel gar nicht so nervig und kacke. Unnötig ist es immer noch ein bisschen, aber man wollte halt den Leuten Abwechslung bieten. Ja. Bitteschön. Ich glaube langsam, das ist nicht die Lösung. Komm, gib mir mal einen anderen Gegner, nicht nur dieselben. Du weißt, welchen ich brauche. Okay, wieder dieselben. Okay, das ist ein anderer. Ah!
Okay. Und wieder dasselbe. Kettensäge raus. Brumm, brumm. Wieder die. Kettensäge. Dann verstehe ich gerade nicht, was wir brauchen, um einfach über diese scheiß Rampe zu fahren. Irgendwas scheint ja noch zu fehlen. Ich glaube, ich überlege mir mal was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!